Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Test, würde ich sagen. Wir haben ja genau. Next Car Game, haben wir ja schon ein paar Folgen gemacht, ein paar Rennen gefahren und jetzt habe ich durch den Friedrich, ja, der ist gerade bei mir, da haben wir mal fast. Da haben wir mal das Sneak Peek, wie auch immer es heißt, haben wir jetzt mal gestartet, ja, das ist hier so ein bisschen so Auto zerstören. Ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Ich zeig euch einfach mal die Spinne. Ja, die Spinne ist schon mal sehr angenehm. Gibt's voll auf die Phrasen. Und wir haben uns überlegt, wir zocken hier schon eine ganze Weile und haben uns überlegt, mal so ein kleines Challenge-Duell zu machen. Und die erste Challenge wird sein Basketball. Genau, genau, jeder hat drei Versuche. Und genau. Die Summe aus den drei Versuchen ergibt dann die Gesamtpunktzahl für denjenigen. Genau, Start ist für die Spinne herumfahren und dann Vollstoff, genau. Ja, dann wird sich zeigen, ob es besser ist, auf die niedrigen zu gehen oder doch eher auf die höheren Zahlen. Weil die höheren hat man ja gerade gesehen, ne? Ja. Die 7 kann man auch schon mal verkacken. Und jetzt kommt hier der erste Versuch von dem Friedrich. Auf die 6. Nee, es wird die 4. Yay! Vier Punkte für den Friedrich. Ich muss mir das alles hier mal notieren. Brauchen wir einen Zettel? Und so sieht das Auto aus. Ja, ist normal. Ja, nice. Sexy. So, Restart. Nächster Punkt. Also 4 Punkte hast du schon mal. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden. Ich glaube, die Zuschauer hören dich sonst nicht. Ich glaube, das hat man auch nicht gehört. Okay. Auf was geht. 4 Punkte geht da, oder? 4 Punkte? 4 Punkte geht da. Wo bin ich? Oh. 0 Punkte. 0 Punkte. Ich würde sagen, sauber durchgeflogen. Friedrich hat 0 Punkte geholt beim zweiten. Ist jetzt auf 7, ey? Das war mein Plan. Gleich auf 7 zu gehen. Ich glaube, du bist etwas verwirrt, oder? Ja, das hat man nicht gehört, aber fahr mal rechts rum. Er fährt rechts rum die Spinne, liebe Zuschauer. Ja. Ja, sexy, lass dich bitte von der Spinne erwischen. Jetzt geht er auf die 7. Nee, oder? Was wird da gehen? Oh! Auf nix! Juhu! Ich würde sagen, 4 Punkte für den Friedrich. Ich gratuliere ihm, ja? Dankeschön. Respekt, das schafft auch nicht jeder, gleich so zu verkacken. So ein Scheiß. Basketball-Challenge, so. Jetzt gehe ich mal hier ans Steuer. Oh, das war falsch resettet. Die Challenge machen wir übrigens auch noch. Ja, das muss so. Er begutachtet gerade die zahlreichen Senfgläser, die hier in meinem Zimmer kursieren. Das sieht aus wie ein biologisches Experiment. Richtig, das soll es auch werden. So, hier schöner Drift. 1A. Alter, 1A Drift. So. So, jetzt werde ich dir mal zeigen, wie man ordentlich auf die 7 geht. Pass auf. Okay, wie du da dran vorbeifährst. Nee. Bist du wirklich durch? Ja. 7. Nee. Und dann auch durch die 5 oder so durch. Ja, aber gut, aber das zählt nicht. Aber ich habe aus dem 4 Ratten, 3 Rad gemacht. Du, das muss so. Jawohl, ey. Tuning. Nice. Tuning, es fährt noch. Gemacht. Oh. Nein. Oh. Alles klar. Soll ich jetzt überhaupt noch weitermachen? Ja. Ja, okay, ich mach noch weiter. Die Challenge müssen wir ja beenden, weil es wird eine Folge, also eine Challenge pro Folge sein und in einer Woche, also jede Woche wird ein Video davon erscheinen. Wahrscheinlich am Sonntag. So, also die 7 haben wir. Boah, vielleicht habe ich hier Maximalpunktzahl. Wir werden es gleich sehen. Ich gehe einfach nochmal auf die 7. Und? Nope. Oh. Aber die 5, die 4, die 2. Das wird die 2. Aus dem Fail. Nice. Achso, ich dachte, ich fahre das mal. Ja, das muss so. Uiuiui. Alles klar, 9 Punkte. Okay. Schaffe ich die 10? Aber du, es gibt ja noch ein paar andere Challenges, wo du vielleicht doch besser bist.
Ja, Weitsprung hier vielleicht rechts. Skisprung. Da war ich ja ganz gut. Ja, da warst du. Ja, dein erster Sprung, der war gleich mega gut. Aber wir werden gucken, ob du das noch verbessern kannst. Geh in die 7. Nein! Ja, 0. Es wird die 0. Es wird einfach die 0, eiskalt. Ja, das war die erste Challenge. Ich würde sagen, ganz gut gelungen für dich. Ja, kann man schon mal machen, wa? In der nächsten Folge wieder. Genau, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, favorisieren, abonnieren, ficken und teilen. Habt einen geilen Tag. Teilen, ja. Dislike. Nein. auf jeden Fall, habt einen geilen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Woche, also nächste Woche wahrscheinlich wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.